willkommen zurück in meiner Küche. Heute möchte ich Ihnen einen leckeren kanadischen Weißkrautsalat zeigen. Den können Sie super vorbereiten. Der muss mindestens eine Nacht durchziehen. Es schadet ihm aber auch nicht, wenn er 3, 4 oder 5 Nächte durchzieht. Das heißt, er ist so zubereitet, dass Sie ihn die Feiertage über in Ihrem Kühlschrank haben können. Schmeckt super zu einem Fondue, wenn Sie vielleicht machen möchten. Oder einfach so mal als Abwechslung zum Abendessen, wenn man schon, ja, tagsüber üppig Braten gegessen hat. Sie brauchen dazu Weißkraut, 750 Gramm. Ich habe das Kraut schon gehobelt, der Einfachkeit halber. Dazu kommt rein dazu Lauch, Paprika und Karotten. Den Lauch habe ich jetzt schon gewaschen. Ich zeige Ihnen noch mal, worauf Sie achten sollen. Wir schneiden ihn der Länge nach durch. Dann kommen Sie nämlich hier innen dran, können die Blätter vereinzeln beim Waschen. Lauch ist eines der wenigen Gemüse, das unter fließendem Wasser gewaschen wird, denn er ist oft sandig. Und dann lassen Sie das Wasser hier von oben runterfließen. Und wenn Sie die Wurzeln nämlich dran lassen, dann bleibt Ihnen der Lauch immer noch zusammenhängen. Dann nehmen Sie Ihren Lauch und fangen an, den in feine Streifen zu schneiden. Was wir noch dazu brauchen, außer dem Lauch, sind dann Karotten, die werden geraspelt, kommen dazu, und Paprika. Sie sind natürlich ganz unabhängig von dem, was Sie gerne möchten. Wenn Sie keine Paprika möchten, dann geben Sie halt keine rein. Im Rezept haben wir eine rote, eine grüne. Ich kenne viele, die grüne Paprika nicht mögen, dann tun Sie einfach eine gelbe rein oder zwei rote. Das ist ganz unbenommen, was Sie sehr gerne essen. Sie sehen vielleicht, der Lauch lässt sich hier, wenn er so halbiert ist, liegt er erstens auch gut auf. Und Sie können die beiden Halbrollen zur selben Zeit schneiden. Und vielleicht hören Sie nebenbei Geräusche, wie es bei mir so üblich ist, steht am Herd immer noch irgendwas anderes und brutzelt vor sich hin. Das haben wir aber gleich im Griff. So, ich schneide bis hinten und habe dann am Schluss die Wurzel hier immer noch was, wo ich anfassen kann dran. Und was dann der Abfall ist. So, hier schalte ich ein bisschen runter, gebe meinen Lauch zum Kraut. Dann kommen die Karotten, die habe ich schon geschält. Die werden geraspelt. Das mache ich jetzt gleich hier direkt rein. Sie können natürlich, wenn Sie das Kraut durch einen Durchlaufschnitzler lassen, selbstverständlich auch die Scheibe wechseln und die Karotte auch mit durchlassen, ist überhaupt kein Problem. Oder Sie nehmen eine Vierkantreibe, wo Sie die Karotte dann drauf reiben. Die rote. Wie gesagt, Paprika, was Sie mögen oder was Sie nicht mögen. Übrigens, diese kleinen im Inneren kann man auch gut mitnehmen. Ist nichts Schlimmes. So, und jetzt machen Sie Ihre Paprika hier raus. Zwei Finger rein, ein Daumen drauf. Sie ziehen hier, haben Sie die Wände entfernt. Und jetzt empfehle ich Ihnen immer, die Paprika so anzupacken und zu schneiden. Dann können Sie sie nämlich auch schön würfeln. Die Kerne von den Paprika sollten Sie immer wegtun. Die enthalten leichte Giftstoffe. Aber ansonsten ist ja alles essbar. So, und was macht jetzt diesen kanadischen Weißkrautsalat so besonders? Es kommt jetzt hier eine Marinade drüber, die aufgekocht wird. Wir kommen zur Marinade. Ich stelle mir den Topf am besten gleich auf die Waage drauf. Auswendig kann ich es nicht. Ich brauche das Rezept. Ich brauche 200 Milliliter Essig. Wiege ich mir ab. Dann 150 Milliliter Rapsöl. Und zwar nehme ich hier, auch wenn es aufgekocht wird, das kaltgepresste Rapsöl. Ist einfach ein ganz hervorragendes Öl. Gibt nochmal eine tolle Farbe. Wir bekommen es bei uns im Landkreis.
Und Sie können Rapsöl ja sehr hoch erhitzen. Auch das kaltgepresste Rapsöl verträgt die Temperaturen bis 120 Grad. Spielt also gar keine Rolle. Ich gebe die 150 Milliliter rein. Dann brauchen wir 100 Gramm Zucker dazu. Und jetzt wissen Sie dann vielleicht auch langsam, warum das so ein richtig guter Festtagssalat ist und warum der, wenn der durchgezogen ist, auch wirklich sehr lange hält. Die Mischung aus Essig und Zucker ist sehr konservierend, Salz noch dazu. Dann ein Teelöffel Salz. Da können Sie sich sparen, das groß abzumessen, sondern Sie gehen so Pi mal Daumen, was Sie denken, dass zwei Esslöffel sind. Dann wird das Ganze aufgekocht. Wir verschlagen es gut mit dem Schneebesen dabei und geben es kochend heiß über unseren Salat und lassen ihn, wie gesagt, mindestens einen Tag durchziehen und dann haben Sie einen tollen Festtagssalat. Es bietet sich durch das Salz, bildet sich natürlich relativ viel Flüssigkeit dann auch, aber lassen Sie die Flüssigkeit dran, entnehmen Sie lieber immer so viel Salat oben raus, wie Sie brauchen. Der Rest ist dann in der Flüssigkeit, ist dadurch konserviert und ist mindestens eine Woche dadurch haltbar. Natürlich im Kühlschrank und gut abgedeckt. Aber der kann Sie die ganzen Feiertage über begleiten und ist auch zu jedem Kurzgebratenen oder zu jedem Fondue oder zur Vesper einfach eine gute Ergänzung. Und Sie tun auch was für Ihre Gesundheit, denn wie schon erwähnt, hat der Kraut sehr viele Ballaststoffe. Wir haben das Vitamin C mit drinnen, auch nochmal durch die Paprika. So, gleich wird es kochen. Dann gebe ich es drüber, misch nochmal kurz durch. Und dann ist unser Salat schon fertig. So, unsere Marinade kocht, wie man unschwer sehen kann. Ich gebe sie jetzt über meinen Salat. Schön vorsichtig, wenn Sie ihn hier in der Glasschüssel haben, dass Ihr Glas nicht springt. Einmal durchmischen. Und dann müssen Sie ihn ein bisschen stehen lassen, bis er abgekühlt ist. Und dann decken Sie ihn ab und stellen ihn in Ihren Kühlschrank. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit unserem kanadischen Weißkrautsalat, der nur den Namen nach kanadisch ist. Alles kommt hier aus dem Landkreis, bis auf die Paprika, die kommen aus dem Knoblauchsland immer noch. Ja, er macht einfach Freude am Essen. Ich finde, die Farbe ist toll, diese bunte Farbe. Er hat viel Gesundheitswert und er hilft Ihnen auch die Feiertage über mit der Arbeit zu sparen, weil sie es einfach gut vorbereiten können. Guten Appetit und viel Freude beim Nachmachen. Wow.